Εν φάβε εσμέν. Ναι, εν φάβε εσμέν. Άπα σε εσύ μίξεις πάβονται πότε. Προσέτη και εντός του ήχου. Καθαρό, 10 μήνας υπό της αυτής στέγης. Και ομώσατε αν ουδεπόποτε ακούεστε την εμπιστοσύνη. Ναι, μοιράτε τούτο καθαρό. Ήλιος. Ήλιση, τιμιότερη ανατιμηφίλιο. Αληθώς γες. Willkommen an dem Ort, an dem spartanische Jungen zu Männern wurden. Er erinnert mich unweigerlich an den Jungen, der ich einst war. Ich frage mich, was er wohl heute von mir halten würde. Wäre er stolz, eingeschüchtert? Oder würde er diesen alten, müden Mann vor ihm mitleiden? Doch solche Gedanken sind müßig. Gehen wir weiter. Die Agoge war Spartas strenges Erziehungssystem. Sie nahm die Jungen unter ihre unerbittliche Obhut und formte sie, bis sie perfekte spartanische Bürger voller Stärke, Intelligenz und Entschlossenheit waren. Ich suche dich auf, sobald dein Besuch beendet ist. Dann sprechen wir weiter. Bis dahin. Ξένος, τι είστε όταν η μύτηρη κλινήρης. Σπάρτα war eine griechische Stadt in der Peloponnes. Im Gegensatz zu anderen Städten jener Zeit verfügte sie nicht über Mauern. Sparta bestand ursprünglich aus 4 benachbarten Dörfern. Kenosura, Mesoa, Limne und Pitane. Sie alle verband ein gemeinsames politisches, militärisches und religiöses Leben. Nach 2 Kriegen gegen Messenien vergrößerte sich das Stadtgebiet weiter. Im 5. Jahrhundert vor unserer Zeit kontrollierte Sparta beinahe die halbe Peloponnes. Die Agoge war das militärische Trainings- und Erziehungsprogramm, dem sich Spartas männliche Kinder unterziehen mussten. Männer für den Krieg auszubilden, war eines der wichtigsten Ziele der Stadt. Das Training begann im Alter von 7 Jahren und endete mit Erreichen des 30. Lebensjahrs. Es heißt, dass spartanische Kinder schon kurz nach der Geburt auf ihre Tauglichkeit hin untersucht wurden. Waren sie zu kränklich, warf man sie in eine Schlucht. Diese Praxis konnte allerdings noch nicht nachgewiesen werden. Die gesunden Jungen galten als tauglich für die harte Ausbildung. Wenn sie das Eintrittsalter erreichten, verließen sie ihre Familien und traten in den Dienst des Staates ein. Zu ihrer Ausbildung gehörten das Lesen, Schreiben und auch Musizieren. In erster Linie wurden sie aber durch militärische Übungen geschult, die sie zu effizienten Soldaten machen sollten. Die Agoge teilte sich in 3 Zyklen.
Für Jungen zwischen 7 und 12, für Jugendliche zwischen 12 und 20 und für Männer zwischen 20 und 30. Jeder Zyklus beinhaltete spezielle Übungen, die Körper und Geist formen sollten. Sparta spielte eine wichtige Rolle beim Sieg gegen die Perser während der Perserkriege im 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Besonders hohes Ansehen genoss der glorreiche Tod ihres Königs Leonidas in der Schlacht bei den Thermopylen. Im Kampf gestorben zu sein, galt für die Spartaner als guter Tod. Leonidas habe unglaublichen Mut bewiesen. All dies galt für alle Spartaner als erstrebenswert. Diese idealisierte Tapferkeit war tief im kollektiven Gedächtnis der Stadt verankert und die wichtigste Tugend, nach der man in der Agoge strebte. Der erste Zyklus der Agoge konzentrierte sich auf Jungen zwischen 7 und 12. Den Jungen wurde der Kopf rasiert und sie trugen leichte Kleidung. Sie liefen barfuß umher, schwammen das ganze Jahr über im Fluss Eurotas, schliefen im Schilf und nahmen an den Ritualen zu Ehren der Artemis Ortia teil. Die Jungen wurden in Herden, sogenannte Agelae, eingeteilt und von älteren Schülern beaufsichtigt. Sobald sie 12 wurden, erreichten sie den zweiten Zyklus der Agoge. Hier sollten sie lernen, sich als Bürgersoldaten in die Gesellschaft einzufügen. Der zweite Zyklus war für Jungen zwischen 12 und 20 vorgesehen. Mit Erreichen des 20. Lebensjahres wurden die jungen Männer Hebontes genannt und konnten als Hopliten in der Armee dienen. Bis zum Alter von 30 lebten die Männer in Gemeinschaftsunterkünften, den Syskenia. Ab dem 22. Lebensjahr durften sie zwar eine Familie gründen, 30 galt allgemein aber als passenderes Heiratsalter. Die Spartiaten dienten bis zu ihrem 60. Lebensjahr in der Armee. Danach nannte man sie Älteste oder Geronten. Allerdings dienten viele dennoch weiter, wie etwa König Archidamos III., der bis zu seinem Tod in der Schlacht kämpfte. Er war zu diesem Zeitpunkt 62 Jahre alt.
Alle erwachsenen spartanischen Männer nahmen an den Gemeinschaftsmahlzeiten den Syzygien teil. Dafür trugen die Teilnehmer jeden Monat eine bestimmte Menge Lebensmittel bei, sowie eine kleine Geldsumme für die Bezahlung des Fleisches. Jedermann hatte das Anrecht auf eine Mahlzeit, mit Ausnahme der Könige, die zwei Portionen erhielt. Die Teilnahme an den Syzygien war für jeden Spartiaten, der das Glück hatte, Teil einer Gruppe zu sein, verpflichtend. Die Mahlzeiten waren von politischer Bedeutung. Laut Xenophon und Plutarch dienten die Syzygien auch dazu, ein Gefühl der Gleichheit unter den Bürgern zu schaffen. Außerdem demonstrierten sie die Selbstbeherrschung und Mäßigung der spartanischen Gesellschaft. Aber in Wahrheit vergrößerten die Syzygien die bestehende Kluft zwischen den Armen und den Reichen. Denn wer sich den Beitrag nicht leisten konnte, war nicht nur vom Essen ausgeschlossen, er verlor auch seinen Status als Vollbürger. Dein Rundgang ist beendet. Wie du gesehen hast, war die Agoge nichts für die Schwachen und Zartbeseiteten. Doch sie tat, was sie sollte. Sie brachte fähige Krieger und kluge Bürger hervor. Was möchtest du noch sehen? Du glaubst also, du wärst bereit für einen Test. Gut. Sehen wir, wie du dich schlägst. Zunächst eine einfache Frage. Aus wie vielen Zyklen bestand die Agoge? Richtig. Die Agoge bestand aus 3 Zyklen. Für die Jungen zwischen 7 und 12, für die Jugendlichen zwischen 12 und 20 und für die Männer zwischen 20 und 30. Nächste Frage. Wie viele Portionen erhielten die Könige bei den Syzygien? Richtig. Spartas Könige erhielten die doppelte Portion. Eine letzte Frage. Ab wann durften sich Spartiaten einen Bart stehen lassen? Ja, sobald ein Spartiat über 30 war, durfte er als prachtvolles Zeichen seiner Männlichkeit einen Bart tragen. Beeindruckend. Du kannst stolz auf dich sein. Gib gut auf dich acht. Όπως γάμωσες τι επιχείρησες της. Ήκουεσαν ότι η δικάτηρ μου εκληρονόμησε νοικίαν και δούλους παρα... Πώς έγωσε τα πλικόα, έσω το πλήστο. Με σύνδη μεταρρύσεις. Μα ποτέ
εκλαμβάνει τα ιστορία αυτών και χρήτε ταύτα τραγωδοποιού ένεκα. Ανατρέχοντα του Πούχαν τη μιμήτε στα σπουδαία στα αξία των ιστοριών. Μόνο όταν το επιχείρημα δομείται πιστικών, τότε δίνεται. Είπε σαν ότι οι κάτοικοι του περί αγάπης ο τόπος, ο οποίος ως αρχής... Πόγια ήρθα, άντε ο Ρώσης. Αληθές είστε. Κατανοώ ότι θέλεις να συναντήσεις με ήχο. Ναι, όμως... Μεγάλους και σπουδαιότατες. Μου χείος πέσε μία-μία που είχες αναμένους από μένα. Ως γέγηθα, θεωρώνσε. Αληθές είσαι. Καλούμε σε. Μεγαλώνει με θεά. Έστει τούτο το δώρο να άφησε. Ή ξένος. Πάποτε. Προσέτηκε εντός του οίκου. Περικαλύπτοντας το υπέτερο του σώμα ως περπαγάλματα.
πάντα εκλεκτά. Είδα τεχνουργών ποιούν τα βασκάνια και αλεξι... Είδα την άλλη να είναι ώρα νεφής. Ω γέγιθα, άτεωρόν σε. Αληθές εστί. Κατανοώ ότι... Ναι, όπως γάμωσες τι επιχειρήσεις της. Ήκουε σαν ότι η θηγάτρια εκκληρονόμησε ηλικία. Πολιώνει με δονία και χειροκροφώνε φιλανθρώτης και λιγμερία. Και οι γυναίκες δύναμε φέρει νημήν. Λοιπόν, συναμποτέρων εξίστηκε η φρονή. Ως εμεώνα. Καλούμε. Μάκα, πολιώνυμε, Τυρίπολε και Τελετάρχα. Θεόν Πάτερ, ιδέ και ιέ, σκυπτούχε.